Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Ich muss meine Tür zumachen. Immer ist die offen, immer ist die offen, ne? So. Adventure. So, also eben was hier unser Adventure-Typ sagt. Wir haben ja letztes Mal freigespielt, diesen Hypno-Schroom. Da. Da, der Hypnoschrum, den würde ich sogar mitnehmen. Mein Zweifachschuss-Typen und hier, nicht zu vergessen. Da, so. Let's rock. So. Ihr wisst ja, wie ich es baue, ne? Und diese Typen, die kann man immer eigentlich nach ganz vorne setzen, weil. Wo willst du sie sonst setzen? So, wir sind schon jetzt hier Stage 2 sozusagen. Oh. Ja, komm, locker, da habe ich ja schon einen. Da würde ich jetzt aber auch gerne einen zweiten hinsetzen. So, weil das schaffen wir zusammen. Zwei von denen. Ich kann jetzt nicht, tut mir leid. Ja, danke, aber ich kann jetzt gerade sowieso nicht. Zwei Reihen von den Sonnentypen Sunshrooms, eine, also zwei Reihen Sunshrooms, eine Reihe The Repeater, zwei Reihen Fumeshroom und davor dann die und davor dann immer diese Hypno-Typen. So, oh, wir können wieder einen bauen. So. Oh, wir haben von der untersten Lane noch gar keinen einzigen. Sollten wir vielleicht nachholen, dass wir dann eventuell, wenn da halt einer kommt, einfach auf einer der beiden Lanes einen ergänzen können. Es leckt schon gerade etwas, aber es geht jetzt wieder nicht. Ach, das ist Plants vs. Zombies. Hat manchmal einige Ruckler, wenn man in der Aufnahme ist. So. Oh, da. Ich hab schon voll vergessen hier. Ich habe auf den Nuller gewartet, aber der Nuller kostet mich ja gar nichts und verwirrend. So. So. Und der letzte. Ups. Schnell einen hin. Oh. Und der erste Pilz ist gewachsen. Jetzt dauert es nicht mehr lange und die wachsen alle hier. Der soll natürlich meinen ersten hier erstmal auffressen. Okay, der ist down. So. Jetzt sind schon mal die Zweifachschießer kommen irgendwann dran. Oh, Fug. Machen wir so. Können wir so lösen. Ganz easy. Den hatten wir eben auch so besiegt, ne? Ich glaube. So. Locker. Ah, das ist noch so ein Hut-Typ. Ja. Sollte möglich sein. Jetzt wäre ganz oben so ein Typ. So. Jetzt können wir theoretisch gleich anfangen, die 200er zu setzen. Jetzt bin ich nämlich bereit für die 200er. So ist schon mal einer von denen. Alter, das ist ein bisschen viel, ne? Oh, fu! Da oben. Was macht er denn da? Nein!
Was habe ich denn da getan, ey? Der Typ da, der wird ziemlich weit kommen. So. Jetzt hoffe ich nicht mehr. Nein. 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 Oh. Ach, war Final Wave. Oh. Final Wave. Ey. Das war eine heftige Runde. Ja, der kann weit schießen und versteckt sich unter seinem Schutzmantel, wenn Freunde, also wenn Typen kommen. Der ist auch gut, würde ich sagen. So, zweifach Schüsse und ihn, weil so ist es gut, weil diesen 100er benutze ich jetzt sowieso nicht mehr. Da ist der 75er besser. Er ist nicht besser, aber ich benutze ihn, würde ihn besser benutzen. Diesen 25er Schießer könnte ich auch halt im Notfall jetzt schon setzen. Und ich glaube, der kommt dann nochmal vor die, also statt einem der beiden Dingsens, also in erste Reihe, glaube ich sogar. In die erste Reihe. Also zwei Reihen. Sun Shrooms, eine Reihe Fume Shroom, eine Reihe Scarity Shroom, eine Reihe Walnuts, oder die Repeater hatte ich hier vorher noch vergessen. Ja, ist ganz easy. In der Nacht bekomme ich natürlich Sonne nur durch die Sun Shrooms, ist ja clear. Muss man hier, so, jetzt muss man eben mein Timer starten. Habe ich gar nicht gestartet. Ich habe jetzt eine Runde. Oh nein! In der unten Reihe runter war das. Dann kann er hier schon hin. Ich glaube, so ist er gut. 2, 2, 3. Gut, weg. Genau, der versteckt sich da, hat man, glaube ich, gerade noch gesehen. Und in der Reihe würden halt diese Dinger kommen. Und in der Reihe davor dann halt die Walnuts, ich glaube. Nee, okay, ich habe falsch gesetzt. Hier kommen eigentlich diese Room Shooter hin. Pum 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 pum. So ist besser. Und davor dann eigentlich die hier. Die Scary, weil die schützen sich dann sozusagen noch und haben dann more life. Ich muss jetzt schon mal hier einig von den 75ern setzen. Ich meine, solange ich noch genug Geld habe, dann ein weiterer Sunshroom zu setzen, ist ja okay. Hier ist der erste gewachsen. So. Ja. Sollte nicht. Aber sollte. Mist. 100 Pro, ich schaff's nicht. Puh. Der ist down. Fuck. Ich muss das hier in diesen Reihen, wo die Gräber sind, alles verziehen. Hier kommen 200er hin und dann da oben noch einer. So ist es richtig. Davor der 25er. Davor dann die Schutzmauer. Aber ich meine, wenn ich keinen Platz für Schutzmauer habe, ist ja. Oben ist jetzt schon super geschützt. Das ist hier perfectly. Weil wenn die Mauer weg ist, kann er sich noch schützen trotzdem. Und da ist halt Long Range. Da kommt hier der. Okay. So ist es dann da unten in der Reihe. Ich liebe lieber die unten Reihe, die Schützen. Fuck. Komm. Ich brauche noch eben eine Sonne.
um zu gucken, wo wirklich die Heftige kommen. Okay. Ja, unten in der Reihe sollte das gut sein. Er schützt sich einfach mal vor den. Ne? So, 15 bräuchte ich, so ein kleiner könnte jetzt aber. So, lauter. Dillem. Muss ich nur noch die, Scheiße, jetzt habe ich eine Schutzmauer weggemacht, nur um eine Schutzmauer einzusetzen. Ich wollte eigentlich das da unter weg machen. Sieht gut aus für uns. Ja, gleich kann ich wieder einen guten. Ach, in der obersten Reihe, die sind weg. Ganz ehrlich, die kriege ich weg. Und hier müsste wieder Schutz hinkommen. Ich mach den schon mal weg. Ja, der ist gleich weg, ey. So, komm. Da hinten bringen nur da Pilze mittlerweile nichts mehr. So, davor kann ich jetzt auch noch hier, was weiß ich, noch mehr Schutz setzen oder diese Shroom-Pilze, diese Hypo-Shrooms, ganz oben in der Reihe und so halt nicht. Leider. Mir fehlt jetzt nur noch die Schutzwelle. Das Problem ist, hier ist diesen Grabstein da, den hätte ich halt wegfressen sollen, weil der wird jetzt wirklich. Wenn der Final Wave wird, halt jemand kommen. Ist das Problem. Ich habe 400. Ja, gut. Ich sammle nochmal schön Sonnen. Wenn ich 50 habe, gleich wieder hier ein. Okay, geschafft. Ich habe Sonnen, ich habe ja noch meine Rasenmäher hier. Die Null-Dinger kann ich doch einfach setzen. Seht es euch an, wie viele Zombies das sind. Und hier, die sind jetzt hier weg in dieser Reihe, das meinte ich. Vielleicht kriege ich ja 1000 Sonnen. Wäre ja. Guck, hier sind die schon in der unteren Reihe, sind jetzt da. Ich meine, ich habe mein Rasenmäher. Chase drauf. Hier sind die auch schon durchgekommen. Genau, aber ich habe einen Rasenmäher, deswegen ich schaffe vielleicht sogar noch 1000 Sonnen. Oh, der ist vielleicht sogar weg. Nee, der kommt durch. Bis der Rasenmäher kommt. Komm, eine Sonne noch. 1000 Sonnen. Das hatte ich noch nie, glaube ich, beim Ende 1000 Sonnen halt. So, weg ist er. Die Münze konnte ich nicht einsammeln. Guckt euch an, wie viel Geld ich da durch jetzt so kommen müsste eigentlich. Temporarily, ja. Alle Zombies im Screen werden. Oh, der Michael Jackson-Typ. Nein, hab ich noch nicht. Stimmt, den habe ich da noch nicht fertig, aber ich weiß, was er macht. Der ist mies. Weil er spawnt um sich herum noch so Gegner. Würde mir mehr bringen. Aber stopp! Erst in der nächsten Aufnahme. Oder tschüss.